über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Und heute sind wir zu Gast am Penzinghof. Das ist nicht im 14. Wiener Gemeindebezirk, sondern wir haben uns aus der Ostregion hinaus bewegt, nach Tirol, nach Oberndorf in der Region Kitzbühel, direkt unter dem Kitzbüheler Horn, wenn ich das richtig sehe, und sind hier zu Gast bei, und ich möchte haben, dass ihr euch beide vielleicht selber vorstellt. Ja, grüß dich, mein Name ist Stefan Lindner, bewirtschafte da mit meinem Bruder den Schörgererhof, lebe mit meiner Familie zwischen dem Kitzbüheler Horn, dem Hahnenkamm und dem Wilden Kaiser, also kein schlechter Fleck, keine Lerde, und nur dazu betreiben wir da am Bauernhof. Es ist traumhaft schön, und deine Schwester betreibt neben deinem Hof ein wunderschönes Hotel. Ja, ich bin die Lindner Christine. Ja, ich habe die wunderschöne Aufgabe gekriegt, also den Betrieb zu übernehmen. Und mir macht es relativ sehr viel Spaß und habe Freude, dass ich Gäste bewirten darf mit einem Restaurant und einem Hotel. Und wir verkochen natürlich die Produkte von der eigenen Landwirtschaft. Und Kilometer Null ist unsere Philosophie, und das macht richtig Spaß. Wir sind heute hier, weil wir das Thema Herkunftskennzeichnung mit euch diskutieren wollen. Deswegen sind wir auf euch gekommen, weil wir wussten, dass es bei euch einen engen Bezug gibt von der Landwirtschaft, also von der Erzeugung von Lebensmitteln und dem direkten Vertrieb über das Restaurant im Hotel. Wie ist das entstanden? Und vielleicht kannst du da ein bisschen beschreiben, die Kennzeichnung in der Karte ist ja eine ganz spezielle. Ja, wir sind, Stammhaus ist die Landwirtschaft. Wir sind eine große Familie mit 6 Kindern und alle sind eigentlich in der Gastronomie, Hotellerie unterwegs. Und der Stefan und der Andreas sind eigentlich die, was die Landwirtschaft neu übernommen haben und der Andreas die Käserei gemacht hat. Und natürlich ist es der Punkt, wo wir natürlich im Betrieb alles regional verkochen, alles, was sie produzieren, wird da bei uns verkocht und hergenommen. Und das ist natürlich schön, wenn man weiß, wie die Tiere aufwachsen und wie die natürlich gehalten werden und was du weißt, wo das Zeug herkommt. Christine, eine Frage, über welche Zeiträume sprechen wir da? Also wie alt ist der Hof und wann hat der Tourismus hier für euch begonnen? Mit den Eltern, Großeltern, wie hat sich das entwickelt hier? Also unser Opa hat den Hof gekauft, ist vom Nachbar, Bauern, vom Angerer, der jüngste Sohn gewesen, war dann Viechdoktor, hat Viech gehandelt, hat dann den Hof in den 30er Jahre gekauft. 69 ist dann hier in Ansersesslift gebaut worden, und da ist es dann eigentlich richtig in die Praxis umzusetzen gewesen. Und was gibt's Logisches, als wir, dass ich halt das einmal hernehme, das, was ich daheim habe. Und ich glaube, dass das halt eine ganz starke Ursprungsfrage ist, wo komme ich her, wo bin ich daheim? Und dieses Heim ist ja auch die stärkste Bindung für ganze Gesellschaftsteile in verschiedensten Regionen. Wenn man sich überlegt, wo der Mensch sich überall niedergelassen hat und die Gegenden besiedelt hat, das ist halt so eine Frage, was ich mir oft stelle, dass da gerade sie damals, also unser Hof ist jetzt 500 Jahre alt, die Leute da niederlassen haben, da ist der Römerweg vorbeigegangen. Und dann ist halt 69, sind so die ersten Schritte gastronomisch passiert. Und das ist halt auch ein bisschen, also die Herkunftskennzeichnung, das ist halt jetzt einmal dieses Metathema, wenn man so will. Aber eigentlich ist es ja auch eine Frage der DNA, oder? Das heißt, das war ein Gasthaus und ein kleiner Bauernhof? Nein, das war, der Bauernhof war zuerst da. Also die Kur war VDG da. Okay. das ist nämlich nicht eine unwesentliche Frage, wenn es um Kurglockenweideflächen und so geht. Ist das ein Thema? Du, ganz, ganz selten. Ich bin jetzt seit 99 zu Hause, habe seit 2003 einen Betrieb übernommen. Für mich war immer klar, dass ich selber koche, weil ich es einfach sehr gern tue und mir das richtig Spaß macht. Und dass jetzt wegen einer Kurglocken jemand abgereist ist, das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Aber natürlich ab und zu, aber das ist sehr
minimal. Aber wenn jemand irritiert ist, kann man es dann erklären? Also gibt es dann das Interesse, woher kommt denn, weiß ich nicht, Geruch oder was hört man? Oder ist das eine Ablehnung? Nein. Oder gelingt es, dass man das Interesse weckt? Ja, natürlich gelingt es, dass man das Interesse weckt und dass man das kurz erklärt. Geht ihr mit euren Gästen auch auf den Betrieb? Also macht ihr auch Hofführungen? Wir machen einmal in der Woche eine Hofführung, Käsereiführung. Da kann man alles anschauen und das ist immer sehr gut besucht. Und auch mit den Kindern gehen wir einmal in der Woche hinüber, dass man einfach einmal sieht, wo es herkommt und dass sie den Bezug auch dazu bekommen. Und das macht schon Spaß. Wir haben eine ungefähr 2- bis 3-stündige Führung über alle Teile des Hofes durchgemacht. Ich habe gesagt, das ist ein Imperium. Du hast gesagt, das ist eine Kommune. Ich persönlich war deswegen beeindruckt, weil alle Teile der Lebensmittelproduktion sozusagen in einem landwirtschaftlichen Betrieb abgedeckt werden. Ich habe Schafe gesehen, ich habe Rinder gesehen, sowohl zur Fleischproduktion als auch zur Milchproduktion. Ihr baut gerade einen Schweinestall und Hühner haben wir natürlich auch gesehen. Habe ich irgendwas vergessen? Käserei, ja, die Milchproduktion. Ja. Und alles das dient letztendlich primär dazu, das Hotel zu versorgen. Ist das richtig? Ja, wir sind kein Hobbybauernhof. Das ist natürlich auch unsere wirtschaftliche Grundlage. Also wir reden bei uns beim Schörgerer Hof von einem Vollerwerbsbetrieb für 2 Familien. Wie ich eingangs gesagt habe, bewirtschaften wir den in einer Betriebsgemeinschaft. Summa summarum arbeiten bei uns, sage ich mal, 4 Vollerkas. Wir sind 10 Kämpfer, weil wir haben, der große Stolz bei uns am Bauernhof ist die Rinderzucht, die Milchwirtschaft. Wir züchten Pinzgau, wir züchten Fleckvieh. Wir setzen stark auf 2 Nutzungsrassen. Österreich ist ja genau das Land auf der Welt, wo wir am meisten Anteil von 2 Nutzungsrassen haben. Also 85% in Österreich ist 2-Nutzung, das ist eine totale Stärke für uns. Und wir bei uns am Hof haben halt dann jetzt die letzten Jahre nur einmal in enger Zusammenarbeit mit der Christine, Mechlin, so ein Bruder, der auch im Hotel ist, der Georg, die Tante, die Godi, die Mama natürlich genauso da stark erwähnen. In Zusammenhang haben wir halt das nochmal ausgebaut. Das ist halt auch ein bisschen so ein Corona-Projekt geworden, wo die Christine mal gesagt hat, da haben wir ja dann viel Zeit zum Diskutieren, zum Sinieren gehabt. Sie kriegt nicht garantiert ein österreichisches Vollei. Dann haben wir gesagt, dann brauchen wir so viel Hähner, dass wir jedes Ei einfach selber haben. Und wir haben immer bei so einem Futterstall 25 Schweine gehalten. Und dann hat die Christine gesagt, es ist nett, wenn wir zwischen August, Ende August und bis Anfang Oktober mit dem Schweinefleisch kommen, also eigentlich in der Nebensaison. Und sie braucht jetzt erstens regelmäßig und das ganze Jahr. Und dann haben wir uns halt entschieden, dass wir da noch einmal im Schweinefleischbereich, im Eierbereich die Kapazitäten ausweiten, dass wir da auch unseren Hofladen noch ein bisschen besser bedienen können, eben zu Kalbfleisch, Rindfleisch, Milchprodukte. Und ja, und das ist halt eine Freude, wenn man einen Partner hat, da wo man weiß, der Mindeststandard. Wir haben ja nur einen kleinen Teil, also wenn ich jetzt an die gesamte Palette, was da so verkocht wird, mir nur ein bisschen vor Augen führen, dann haben wir nur einen kleinen Teil, aber die anderen Teile, die beziehen wir halt dann auch aus Österreich. Weil mir als Tiroler ist es ein bisschen zu eng gedacht, wenn ich es dann nur auf ein Bundesland begrenze. Also für mich hat das... Du hast dort eine steirische Kappe aufgehabt, habe ich gesehen. Ihr seid gekommen, nachher bin ich im Arbeitsgang gewesen, weil wir ja gerade einen Schweinestall montiert haben. Dann habe ich gesagt, du sollst nicht Foto machen, weil zuerst muss ich mich mal umziehen. Da habe ich von meinen steirischen Rinderzuchtfreunden heute halt Rinderzucht Steiermark gehabt, aufgehabt. Und das wird jetzt da öffentlich im Podcast verbreitet. Ja. Und dann habe ich mit meinen Salzburger und Tiroler Freunden Probleme. Ja. Also aber nachdem Österreich eh so klar ist, passt das, glaube ich. Dadurch, dass wir in der Steiermark eine große Verwandtschaft haben, glaube ich, passt es. Gibt es da einen Bezug hin. Aber das heißt, die Erweiterung oder Diversifizierung des Betriebs hat eigentlich eher praktische Gründe und ist eine Frage der Selbstversorgung, oder? Also Bedarf decken aus dem gastronomischen Betrieb und so entwickelt sich das, oder? So wie du es beschreibst.
Das muss die Christine dann selber sagen, weil erstens ist das nur möglich, wenn ich einen fairen Preis kriege für die Produkte. Nur ich glaube, dass einer unserer großen Stärken da in der, ich habe deswegen gesagt Kommune, weil es im Grunde nichts anderes ist wie eine kleine Genossenschaft, weil es weil es einfach ein kleiner Kreislauf ist, oder? Da gibt es ja auch so Gesellschaftsgruppen, die das ganz intensiv betreiben, habe ich in Kanada gesehen. Die sind sehr religiös oft. Mhm. Wir sind auch gläubig, aber vielleicht nicht so stark verankert. Das ist das heilige Land hier. Ja, ja natürlich. Nein, aber da hat sich halt das dann, so weiterentwickelt und ich glaube, dass es halt einfach wichtig ist, und das ist mir als Bauer auch wichtig, die Leute, die was jetzt die Produkte konsumieren, stark im Menzinghof, zu zeigen, wie funktioniert landwirtschaftliche Produktion. Kein Schaubauernhof, alle Vor- und Nachteile von einer produzierenden Landwirtschaft mit einem hohen Lebensmittelsicherheitsstandard, mit keine einzige österreichische Kurfrist, einen Quadratmeter Regenwald, all die Dinge, diese Themen, dass wir auf Glyphosat verzichten, dass wir logischerweise die Kälbe mit Vollmilch fordern und alles so Dinge. Und die muss man die Leute erklären und sagen. Und ich glaube, dass dann im weitesten Sinn die Stärke von Benzing auf die ist, dass die Leute wissen, wenn sie da herkommen, dann werden sie nicht verscheißert, Entschuldigung. Sondern das, was sie konsumieren, da wissen sie, was ist das. Und wenn es halt aus aller Welt kommt, steht halt aller Welt da. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr, um das Vieh zu versorgen und letztendlich auch das Hotel? Wir bewirtschaften 40 Hektar Grünland, 2,5 Hektar, 3 Hektar aktuell haben wir Ackerfläche und ungefähr 40 Hektar Wald, weil zunehmend Energie auch ein Standbein von uns ist in der Stromproduktion und in der Produktion von thermischer Energie über unser Biomasseheizwerk, wo wir das Hotel mit thermischer Energie versorgen. Nachdem ja die Klimafrage wahrscheinlich eine der wichtigsten Zukunftsfragen ist, habe ich gelernt, dass ihr quasi energieautonom hier lebt. Ja, da haben wir schon noch ein bisschen Aufgaben zu machen, aber wir haben mal als Ziel irgendwo den Strom, den wir dann auch nur zusätzlich mit unseren PV-Anlagen produzieren, auch ins Hotel zu verkaufen, für den eigenen Hof zu nehmen. Aktuell speisen wir Ökostrom ins Netz ein, errichten aber jetzt nochmal einen Unlock, dass wir in Summe dann 260 bis 300 kW Peak an PV-Leistung erreichen. Wir betreiben ein 400 kW Biomasseheizwerk, wo wir also quasi den größten Teil der thermischen Energie abdecken. Und das ist halt jetzt in Zukunft noch viel, viel ein wichtigeres Thema. Und das rundet halt jetzt, sage ich nochmal, unsere gemeinsame Marke, den Benzinghof, den Schörgerer Hof, nachhaltig ab. Und wenn ich mir auch einfach überlege als Bauer, was sind die wichtigsten Fragen in Klimaeffizienz, dann ist halt einmal die erste Frage, wie viel Zukaufsfutter und wie weit führe ich das? Dann ist die Frage, wie viel Futter muss ich konservieren oder wie viel kann ich über den Hebel der Weidewirtschaft direkt, so quasi die Kuh frisst direkt vor der Wiese. Zusätzliche Frage ist auch, was ist noch genetisches Potenzial in der Zweinutzungszucht möglich? Und natürlich haben wir bei unserer Wirtschaftsdüngerfrage in der Güllewirtschaft haben wir ein Thema, was die Emission betrifft. Die Emission hat ja jetzt nicht nur, das ist ja jetzt nicht nur ein Horrorszenario für den Bauern, weil der Bauer hat ja auch das Thema, sobald Emission entsteht und Nährstoffe so quasi in die Atmosphäre verdunsten, habe ich es nicht im Boden und ich brauche es ja im Boden. Und deswegen überlegt man sich halt viel, wie kann man neue Technologien nutzen und trotzdem die Hygiene am Feld so halten, dass man Rohmilchkäse produzieren kann. Jetzt haben wir ja heute zum Thema Herkunftskennzeichnung hier. Und es klingt ein bisschen so, als wäre Herkunftskennzeichnung bei euch, also als geht es weit über das, was in der Speisekarte steht, hinaus. Im Sinn von,
herzeigen, wie Produktion funktioniert, Transparenz, Fragen beantworten, Wissen schaffen. Aber die Karte ist ja eine sehr spezielle. Christine, vielleicht magst du ein bisschen beschreiben, warum eure Speisekarte so gestaltet ist und was man da drinnen alles findet an Informationen. Ja, für mich ist einfach wichtig, ich bin voll dafür, dass in die Speisekarten gekennzeichnet wird, wo das Produkt herkommt. Mir lähmt das schon ewig und drei Tage auf. Das ist uns eigentlich in die Wiege gelegt worden von unserem Vater und von unserer Mutter, dass die das uns eigentlich beigebracht haben, dass man eigentlich, was du in der Region kriegst, sollte man kaufen und sollte man weiter produzieren, weil müssen wir es überall herumschippern. Und der Gast sollte wissen, wo das Zeug herkommt. Und wenn es vom Ausland kommt, dann soll er es auch wissen, weil er kann dann entscheiden, ob er das oder das essen möchte. Und natürlich habe ich die Chance auch von unserer Landwirtschaft, von meinen Brüdern auch, dass ich das kriege, die Produkte. Natürlich kriege ich nicht nur Filet und die Edelteile. Natürlich ist ein Viech, muss man das ganze Vieh aufarbeiten. Das ist auch eine große Herausforderung. Ganz ehrlich gesagt, wir verkochen im Jahr zwischen 60 und 80 Stück Vieh in der Benzinghofküche, wo wir aufarbeiten, wo wir jetzt haben einen tollen Partner mit einem Metzger, der was uns alles so herrichtet, wie wir es brauchen, dass es auch machbar ist, dass wir alles verkochen. Und das macht mir richtig Spaß, dass es nicht nur Filet gibt und die Edelteile gibt, sondern auch die anderen Sachen in einen Vier-Sterne-Hotel einzubauen und zu verkochen. Und was mal unser Glück schon auch ist, dass wir ein großes à la carte Restaurant haben, wo sehr viele Einheimische kommen und die das sehr schätzen, dass wir sehr regional unterwegs sind und dass wir es auch ausweisen, die Kennzeichnungen. Und das ist ja nicht nur jetzt seit Corona entstanden, dass wir die Kennzeichnung machen, das machen wir schon, weiß nicht wie viele Jahre. Heute hat es Nierndln gegeben zum Beispiel. Genau. Ja, also Nose to Tail letztendlich. Ja, genau. Blutwurst nehme ich mal an und alles, was man machen kann, nehmen die Gäste das positiv an? Ja, sehr. Wir haben sehr viele Einheimische über dir, was das schätzen, die wissen ganz genau, dass sie bei mir Nierndln essen können und ein Kalbsbris oder was halt das Tier hergibt. Es muss auch verwertet werden. Aber essen die Hotelgäste die Edelteile und die Einheimischen? Nein, das verstehen nicht. Das ganze Tier? Nein. Oder kann man das nicht so unterscheiden? Wir haben auch sehr viele österreichische Gäste im Hotel und sehr viele Stammgäste und die, was das richtig schätzen, dass wir einfach regionale Produkte auch im Hotelbereich haben. Und da wird auch gekennzeichnet an der Speisekarte, wo es herkommt. Auch bei den Hotelgästen, nicht nur im à la carte Restaurant. Aber also es klang so, als würden die Innereien oder halt eben Nost Hotel, dass das mehr Verständnis bei den Einheimischen hat, weil sie die vielleicht mehr auskennen. Ja, weil das gibt es als Tagesempfehlung einmal, weil natürlich, wenn ich Pastor habe, nachher habe ich es nicht auf der Speisekarte stehen, die gibt es einfach als Tagesempfehlung, weil da habe ich vielleicht 4-5 Portionen und wenn sie aus sind, sind sie aus. Und merkst du bei den Hotelgästen, dass sich da irgendwas verändert in der Nachfrage oder im Interesse, woher was kommt? Ja, oder also gibt's immer mehr Fragen? Bewusster ist, wird sicher. Das Bewusstsein der Gäste wird immer größer. Und nur für mich war es keine große Umstellung, weil es einfach, weil wir das im DNA in haben. Und für uns das Normalste ist, wir müssen es dem noch an der Hand nehmen und sagen, dass wir es noch mehr kennzeichnen, weil es für uns ganz logisch ist. Und so, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Dieses Thema, Kennzeichnungspflicht. Ja. Ich wäre sofort dabei. Für mich ist das wirklich, weil da werden die einmal belohnt, die was wirklich regional einkaufen. Du lachst. Ja, ich muss deswegen lachen, weil Das ist mal mir in unserer Großfamilie oder in unserer Kommune diskutieren schon auch manchmal. Hart möchte ich nicht sagen, das ist einfach so, unter Geschwistern redet man anders, als wir mit einem Mitarbeiter, oder? Also, da geht es eher doch zur Sache, oder? Ja, bei uns ist halt das Thema schon auch, dass jeder seinen Job so mit richtiger Überzeugung macht und da richtig, wenn du das richtig überzeugt machst, dann sind natürlich Emotionen im Spiel. Und wir diskutieren halt auch oft, brauchen wir noch einen Hochseefisch oder nicht? Also ich kriege da die Krise, weil ich denke mir mittlerweile, der Saibling ums Eck von Leo in Fürwerbrunn reicht auch. Natürlich haben wir internationale Gäste, da haben wir schon einen Widerspruch zwischen der Spitzengastronomie und der regionalen Möglichkeit, weil Jakobsmuscheln, die wachsen jetzt nicht bei uns ums Eck und wenn auch jetzt die ersten Langusten in die Ruhe züchtet werden, dann ist jetzt das
Wildfang ist eh klar, aber ich sage, da kreuzen sich unsere Diskussionen auch manchmal. Oder ich diskutiere mit der Tante, brauchen wir überhaupt noch einen französisch-italienischen Wein? Und sie sagt, natürlich, ein gut geführtes Haus braucht es. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar noch mehr ausgereizt werden kann, aber ich glaube, dass die Leute, die was jetzt zu uns kommen, mittlerweile, die ist halt schätzend, ja, dass man ehrlich mit ihnen umgeht. Aber das ist ja auch schon 40 Jahre so. Aber ganz ehrlich, wie viel Prozent von französischen, italienischen Wein verkauft man? Und ganz ehrlich, bei uns im Haus, das ist so minimal, wo ich dir sage, wirklich, da man weg. Aber natürlich, wir haben internationale Gäste und dem wird schon nachgefragt nach dem. Und ja. Warum gibt es diese Diskussion überhaupt? Ich verstehe sie nämlich persönlich überhaupt nicht, weil ich würde meinen, dass eine Herkunftsbezeichnung bzw. eine Pflicht ein Marketing- und Verkaufsinstrument wäre für die Hotellerie, für die Gastwirtschaft. Und für die heimische Landwirtschaft, oder? Und für die Landwirtschaft auch natürlich, ja. Ja, ich finde, dass die Herkunftskennzeichnung jeder sieht sie durch die eigene rosa Brille ein bisschen. Die Bauern meinen, wenn die Herkunftskennzeichnung jetzt ist, nachher geht morgen der Milchpreis auf. Jetzt überspitze ich das, weil ich glaube, wir brauchen ganz, ganz notwendig die Herkunftskennzeichnung, weil jeder Konsument das Recht hat, was er kauft, dass es weiß, wo es herkommt. Und auch in der Fertiglasagne und all diesen Produkten, bis hin zur Gastronomie, weil wir es nicht wertschätzend offen miteinander umgehen. Dann müssen wir aber auch in der Landwirtschaft die Leute noch dazu ganz, ganz stark aufklären, damit man das auch versteht, welchen Standard haben unsere Produkte. Wir produzieren ja unter höheren Auflagen, brauchen einen besseren Produktpreis, sonst sind wir nicht kostendeckend, dann haben wir noch eine kleinere Struktur. Und was haben wir von Lebensmittelsicherheit? Wie werden bei uns Tiere gehalten? Mit dem muss man ganz offen umgehen. Das muss man die Leute erklären, weil ich denke mal, wenn ich in der U6 in Wern hocke, was denken sich die Leute, wenn sie vor einem Milchregal stehen? Und nachher kommt noch dazu, dass man ja mittlerweile eine ganz große Gruppe haben, die in Ethnomärkten einkaufen, die andere Glaubensrichtungen haben, die da ganz andere Einkaufsverhalten haben, Ernährungsgewohnheiten haben. Und da haben wir noch schon viel Arbeit. Also ich glaube, die Herkunftskennzeichnung ist so der erste Schritt. Dann gibt es die Gruppe der Wirtschaftstreibenden. Da geht es natürlich auch logischerweise, wie in allen Bereichen, immer ums Geld. Wenn ich mir denke, was ein südamerikanisches Filet kostet, und ein österreichisches Filet kostet, dann reden wir da von mehr wie dem Doppelten. Und wenn ich mir überlege, wie viel Kilo Filetsteak bringe ich von einem, also wie viele Portionen aus einem Kilo aussah, dann geht es da schon um einschneidende Summen. Aber ich denke, dass gerade in Österreich die größte Chance für die Gastronomie vielleicht auch da und dort noch mehr Mut zur Lücke ist, also französischer Wein, wenn eh keiner mehr geht, warum brauche ich ihn nachher noch auf der Karte? Weil wir sind halt einmal in Österreich. Wir haben in der Hotelfachschule ganz was anderes gelernt. Das ist must have, nicht? Und heute haben wir so eine gute Qualität. Das ist vielleicht schon das eine oder andere Jahr her. Ja, das ist das eine oder andere Jahr her, aber der Geist ist immer noch ähnlicher, nicht? Und aber ich sage das so, das ist eine riesige Chance und was ich mir halt wünsche ist, da liegt es am Ende auch wieder ein bisschen an uns Bäuerinnen und Bauern, wenn wir die Konsumentinnen und Konsumenten gewinnen können mit dem schon stark vorhandenen Vertrauen in die österreichische Landwirtschaft, dann geht das automatisch. Wenn McDonald's, das muss ich jetzt einfach sagen, 70% des Warenkorbes bereits aus Österreich konsumiert, ja, dann ist beim klassischen Dorfwirt ja gar keine Diskussion, oder? Da entsteht ja eine gewaltige Dynamik, gehe ich davon aus. Trotzdem weiß ich nicht, was ich dann kriege, oder? Ja, aber die Leute, die was nachfragen, wo das herkommt, die werden mehr. Das heißt, der Druck steigt. Die Dynamik Thema, steigt. Mein Eindruck ist, von Seiten der Gastro, zum Thema verpflichtende Kennzeichnung, dass da immer so ein bisschen Angst herrscht, dass man dann irgendwas ändern muss. Aber jetzt sagst du, Christine, mit deiner Karte, du hast ja auch Speisen auf deiner Karte, da steht aus aller Welt. Also
Herkunftskennzeichnung heißt nicht gleich, es muss nur mehr aus Österreich sein oder regional oder wie er immer definiert, sondern nur Transparenz dem Gast gegenüber, damit der entscheiden kann, ich kaufe oder ich bestelle was aus aller Welt oder ich hätte lieber das Schnitzel vom Nachbarn. Genau. Und das soll auch gelebt werden. Und hast du Reaktionen auf die Kennzeichnung aus aller Welt auf der Karte? Oder gibt es da speziell mehr Nachfragen oder mehr Interesse? Oder wie gehen die Gäste damit um? Ich habe das auch ja ganz bewusst noch mal gemacht, dass ich ein, zwei Produkte drauf habe, dass ich auch aller Welt, was ist, heißt, die schreibe eh überall das auf, wo es ist. Und das war mir jetzt ganz bewusst, dass ich das auch mache, dass ich ein, zwei Produkte auf, wie du habt, das wirklich sehen, dass das nicht von Österreich ist. Und das eine ist aber von Österreich. Und wenn der paar Mord, er sollte von auswärts was kaufen, dann soll das ja kaufen, ist ja kein Problem, aber dann soll das kennzeichnen. Mhm. Weil er kann sich nicht mit Regionalität vermarkten und kauft nur von Ausländern ein. Und das könnte mich nach dem ärgern von Kollegen oder wie auch immer, die, wo sie das Marketing Regionalität auf ein Ding aufschreiben und das aber nicht leben. Und das ist einfach für mich Ehrlichkeit und und das wollte jetzt noch mit dem auch noch mal sagen, dass ich einmal aller Welt auch was einkaufe, aber ist auch in Ordnung und der Gast kann selber entscheiden, was er tut. Vielleicht noch zur Ergänzung, nachdem die Hörer die Karte ja nicht sehen. Ihr habt aus Österreich, aus Europa oder aus der Europäischen Union oder aus aller Welt in den drei Stufen direkt bei der Speise. Und am Schluss von der Speisekarte gibt es nochmal eine Liste von allen regionalen Lieferanten, wo ein großer Teil unter einem Kilo, 0 Kilometer Radius Entfernung hat. Wir haben schon noch ein zweites Spannungsfeld bei der Herkunftskennzeichnung. Es gibt ja, ich finde ja grundsätzlich voll positiv, wenn jetzt in unser beider Ministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus diese Symbiose oder diese Partnerschaft, der da auch politisch geeinter ist. Gell? Aber Faktum ist schon, und das will man halt auch, ich bin selber Hotelfachschule gegangen, ganz viele Freunde und Bekannte betreiben Gastronomiebetriebe, die aktuelle Situation extrem spannend, brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber jetzt geht's gerade, also jetzt sind wir schon in einer Phase, als wir vielleicht noch einen Weinskandal. Und jetzt, glaube ich, kann sich Österreich noch einmal ein richtiges Profil aufsetzen und die Marke noch einmal gescheit untermauern. Aber was die Landwirtschaft halt auch manchmal ein bisschen vor den Kopf stößt, ist, wenn jetzt bei Produkten, bei Produktgruppen, wir haben eine Rindfleisch-Eigenversorgung von 160%, wir haben eine Milcheigenversorgung von 125%, wir haben mittlerweile eine breite Palette an Käsen, du kriegst einen österreichischen Mozzarella, du kriegst einen Mascarpone, du kriegst österreichisches Schweinefleisch, man kriegt mittlerweile österreichische Eier, man kriegt österreichisches Geflügelfleisch. Und mittlerweile schaffen wir es, dass alle Großhändler haben jetzt die namhaften österreichisches Kalbfleisch gelistet. Und wenn aber zugleich, das gilt jetzt eher für den ländlichen Raum, im Ferientourismus, diese ganze Kulturlandschaft ja touristisch vermarktet wird. Natürlich auch Lebensraum ist, Infrastruktur für einheimische Familien ist, braucht man nicht reden. Dann fühlt sich die Landwirtschaft halt manchmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn dann norddeutsche Butter gekauft wird. Weil bei Mopro-Artikeln sieht man ja ganz stark, dass in der Corona-Pandemie der Importwert gesunken ist. Da gibt's Leute, die behaupten, das ist deshalb so, weil der Großhandel zugehabt hat. Und ich erwarte mir nicht, dass man jetzt gegeneinander mit den Fingern auf uns zeigen, sondern dass man die Dinge ehrlich aufarbeiten. Weil es gibt keinen Grund, dass ich ausländische Butter kaufe, wenn ich ein Hotel in Österreich betreibe und einen Ferientourismus vermarkt. Gibt's eigentlich nicht. Das Produkt wird ja auch vollkommen inkonsistent, nicht? Da habe ich dann ein Schnitzel aus den Niederlanden und eine Butter aus, was weiß ich, Irland. Ja? Und am Foto ist drauf das Kitzbüheler Horn und der Schnee. Ich meine, die Komposition zusammen, wäre ein holländisches Kalbfleisch aus einem deutschen Butterschmalz mit im Idealfall Eiern aus. Ist das auch teilweise Realität? Nicht ganz offen konform gefragt. Ein österreichisches System. Zwischen dem Panier stecken. Jetzt können wir mal ein bisschen drehen. Ja. Aber das sind schon Dinge, immer, da müssen wir ehrlich miteinander umgehen und da müssen wir einfach nachdenken, wie können wir nachhaltig, das Wort traut man sich ja schon fast nicht mehr auszusprechen, die Systeme absichern. Weil nur wenn die Milchkuh auf der Alm bleibt, habe ich da oben infrastrukturell
im Winter mit der Pistenpräparation keine Probleme. Da geht es jetzt noch gar nicht allein um die Schönheitsfrage, dass der da wandern geht. Es geht ja auch um die Frage, habe ich Kunstschneelawinen, weil ich keine Tiere mehr auf der Alm habe. Da kommt man jetzt dann noch lang über andere so ansiedelnde Tiergattungen reden und so weiter. Also da liegen die Nerven in der bäuerlichen Welt da und dort blank. In der Gastronomie ist die Herausforderung auch hart, das ist mir alles klar, aber wir müssen einfach ehrlich damit umgehen und die Dinge einfach absichern, die Leute aufklären und die Marken untermauern, weil dann gehen wir gestärkt aus der Krise. Warum gibt es Widerstand aus der Wirtschaft gegen diese Kennzeichnung? Gegen die verpflichtende Kennzeichnung? Gegen die verpflichtende. Naja, das muss die Christine beantworten. Ich denke, dass die Wirte und die Bauern was gemeinsam haben. Wir sind freiheitsliebende Leute. Wir lassen uns nicht gern was vorschreiben. Also die verpflichtende Herkunftskennzeichnung ist das Gleiche, als wenn bei den Bauern die Arme irgendeine Vorschrift macht im Tierschutz oder in verschiedenen anderen Dingen. Aber ich glaube, es ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie kann ihr Markt erfolgreich sein? Die Frage stellt sich für einen Bauern und die Frage stellt sich für einen Wirt. Und wenn dieses Instrument den Wirtschaftsmotor im Tourismus ankurbelt, dann sollte ich das als Chance nutzen. Und über den wahren Einsatz hinaus denken. Christine, merkst du durch eure Karte oder durch euer Vorgehen, dass es gibt's Nachahmer in der Umgebung? Also gibt's andere gastronomische Betriebe, die mittlerweile auch kennzeichnen? Ich glaube, Nachahmer von Regionalität, das ist zurzeit das große Wort. Oder immer jeder möchte auf das aufspringen. Nur es muss halt wirklich gelebt werden. Und da bin ich schon dabei. Wir würden ja nicht diskutieren, wenn es eh schon jeder tat. Weil nachher war der Absatz in der Landwirtschaft der andere, dass sie es nicht exportieren müssen. Und ich glaube, wenn da jeder nur einen Teil dazu beiträgt, für jeden Betrieb in der Hotellerie oder in der Gastronomie, ich glaube, da diskutieren wir nicht mehr, wo wir das Zeug herbringen, weil da müssen nur die Bauern schauen, dass sie mehr da produzieren. Und ja, es gibt sicher immer, Gott sei Dank haben wir ein tolles Geschäft jetzt auch wieder und ich glaube, durch Corona ist es sicher noch viel mehr geworden jetzt die Regionalität. Und ja, man wird sehen, wie das in Zukunft weitergeht. Aber ich glaube, es geht noch zusammen, weil es ist, wenn die Almen und das Ganze immer, wir sind in einer wunderschönen Landschaft und der Gegend und wenn da nicht die Wirst und die Hoteliers und die Bauern ein bisschen mehr zusammenhelfen, nachher glaube ich, sicher da keine Zukunft, aber ich glaube, das ist die größte Chance, was wir haben. Aber gibt es andere Gastronomen, die kommen und die sich bei euch informieren, wie ihr es anlegt? Ja, natürlich fragt mich öfter, wie ich das schaffe oder wie das geht. Ich meine, natürlich ist das auch ein längerer Prozess gewesen, das ist ja nicht von heute auf morgen gegangen. Und auch von den Lieferanten, du suchst dann auch schon die Lieferanten, wo du Vertrauen hast, wo du eine gute Qualität liefern und so weiter. Immer, das ist schon ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das muss ich wirklich sagen. Und unser Glück ist halt auch in der Ortschaft von Oberndorf gibt es ein paar junge Bauern, der eine hat auf Gas umgestellt, der eine. Und das entwickelt sich und da ist eine gute Stimmung auch und das und ich bin für alles offen, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte was für die oder ob das ein Ziegenfrischkäse ist, ob das ein Schafekäse ist, ob das, keine Ahnung, ja, und so ist das eine runde Geschichte, dass alles ins andere kommt und die kommen auch schon zu dir, weil sie sagen, sie wissen, du kaufst das oder sie haben einen Absatz, wo sie einen dauernden Absatz haben und nicht nur heute einmal und nach einem halben Jahr wieder nicht oder so. Aber das heißt, es profitiert eigentlich jeder davon, ja, oder? Ja. Und wenn jetzt meine Nachbarin anruft und sie schlägt Hähne an, ob ich auch brauche, dann sage ich, ja, passt. Und dann tue ich es halt irgendwie bei den Hotelgästen einbauen oder im Restaurant einbauen. Und das ist für mich normal, dass ich das noch kaufe und halt verwerte. Also eine sehr dynamische Speisekarte. Ja. Ist eigentlich die Versorgung, die österreichische Versorgung mit Lebensmitteln in allen Bereichen gegeben oder nicht? Oder gibt es in irgendwelchen Bereichen Defizite, Unterversorgung? Wir haben sicher in einigen Bereichen noch Dinge zu erledigen in der Produktion. Wir können, wenn wir jetzt das so diskutieren, vielleicht kannst du dann nur mal die Idee der Kochart ein bisschen dazu hin, weil es gibt schon eine Gruppe von gastronomischen Betrieben, die ja sehr, sehr innovativ sind.
Und es gibt ja neben dem Penzinghof erfolgreiche Regionalkreise, die das auch schon in Familienverbünden lang machen. Aber in der österreichischen Versorgung, da denke ich mir, da habe ich, wie gesagt, bei Milch und Käse haben wir gute Eigenversorgung, bei Rindfleisch haben wir die Eigenversorgung, bei Schweinefleisch haben wir es, bei Geflügel bringen wir es zusammen, bei Butte bringen wir es noch nicht zusammen, bei Kalb bringen wir es auch noch nicht zusammen, aber bei Kalb und bei Butte, also ein namhafter österreichischer Großhändler hat auf einer Tagung gesagt, wenn die Gastronomie oder wenn seine Kunden so stark nach diesen österreichischen Produkten in diesen Gruppen, wo wir es noch nicht schaffen, in der Produktion zusammenbringen, die liefern das in einem Jahr. Und was ich damit sagen wollte, in dieser Diskussion müssen wir noch den Großhandel mit ins Boot holen, weil der Großhandel lebt natürlich auch von Spannen. Das ist nichts Verwerfliches, das ist im Handel halt so. Ja, dann muss der Preis steigen, ne? Ja, richtig. Und der Preisdruck ist halt, also wir sind ja heute in einem Betrieb, wo jetzt der Preisdruck nicht so massiv ist, aber es gibt halt auch Formen im Tourismus, wo der Preisdruck noch höher ist. Aber da gelingt es uns in verschiedenen Branchen, bei Milchprodukten zum Beispiel schon, dass wir ganz geringe Preisunterschiede haben. Dass wir auch für diese Gruppen Lösungsansätze haben. Und da müssen wir halt gemeinsam nachdenken, innovativ sein, ehrlich miteinander umgehen, dann kriegen wir das auf die Reihe. Aber bei Schweinefleisch gibt's keinen Grund, meiner Meinung nach, weil da ist der Preis extrem sportlich. Wie schauen wir bei den Eiern aus? Weil die Eier sind ja immer so das heiße Thema. Die Eierspeise im Hotel wird aus, ich sage es mal so pauschal, ja, so aus Fertigmasse gemacht. Oder, ich kaufe keine Fertigprodukte in Eiern. Ich kann da nicht einmal die Packung auftun, weil wenn ich die schon auftue, da. Das heißt, in diese Eierspeise hier kommen frische, echte ja? Eier rein. In Zukunft die eigenen, oder? Das sieht man ja, dann eh gleich an der Form. Und ich glaube, ich habe seit 15 Jahren kein Buttenfleisch gekauft, weil ich weiß, dass ich kein österreichisches kriege. Ich habe sicher 15 Jahre kein Buttenfleisch mehr verkocht. Weil ich das andere, ich kann das nicht einmal, ich kann es nicht angreifen, es tut mir leid. Kriegt man genug Eier in Österreich? Ja, kriegt man schon. Nur die Packungen, die Fertigpackungen, das ist wirklich ein Thema, weil da ist Österreich leider sehr schlecht aufgestellt, weil das sagen sie mir oft, die Vollei oder die Tetra-Packungen. Und das ist sicher ein Thema, dass da dem zu wenig vorhanden ist. Bei Fullei wird es wirklich ein Problem sein. Bei Butte ist man extrem bemüht, was ich so vor die Branchenkollegen mitkriege, dass man, also bei Butte ist es ja massiv der Produktionsstandard, der Unterschied Österreich zu Deutschland, zu Tschechien, zu Polen, zur Slowakei. Und da macht meiner Meinung nach die Politik einen guten Job, dass sie gerade diese Systeme, da wo wir wirklich noch Bedarf am Markt haben, mit Anreizen unterstützt, dass wir in der Buttenproduktion nach oben kommen. Wenn es der Markt verlangt und einen Preis zahlt, dann werden es die Bauern produzieren. Du hast Kochart angesprochen. Genau, Kochart ist eine Vereinigung im Bezirk Kitzbühel. Das sind 23 Betriebe, die wo es einfach auf Kilometer Null oder auf Regionalität setzen und alte Rassen wieder aufleben lassen. Und wir sehr viel mit Bauern zusammenarbeiten, ob das jetzt das entweder Hühner sind oder Almschweinis oder das Tiroler Almrind und so eine Geschichten. Und auch die Gemüsebauern haben wir jetzt da mit ins Boot geholt. Und das sind alles so Gleichdenkende und da passiert relativ viel zurzeit bei uns. Und das ist eigentlich so eine dynamische Gruppe, wo es richtig Spaß macht, da zu diskutieren, weil die alle gleich, im gleichen Stand sind und die eigentlich den gleichen Weg sehen. Und wir sind einmal im Monat jetzt mal auf dem Wochenmarkt in St. Hirn und kochen auch da, haben wir einen Foodtruck und kochen. Und da ist jetzt mal, sind da 2-3 Betriebe dabei und da tauschen wir uns halt an und und ist ein guter Austausch für uns. Das heißt, die Direktvermarktung ist für euch auch eine Zukunft offensichtlich? Die Direktvermarktung hat absolut ihre Berechtigung. Nur dürfen Sie da nie dazu idyllisches Bild vorstellen, weil eins ist auch Fakt. Man muss so Betriebe in der Saison dann schon beliefern auch können. Ich meine, wenn wir da das Haus voll haben und à la carte Restaurant voll ausgebucht ist und das Liftradl im Winter läuft, dann reden wir da vor ein paar hundert Essen am Tag.
Und da muss man dann schon pronto sein. Da kann man dann nicht irgendwie nur sehr, sehr manufakturhaft arbeiten. Aber wir haben ja auch neben diesen ganzen Spezialprodukten top österreichische Genossenschaften, Erzeugergemeinschaften, die uns da stark beliefern können. Aber Direktvermarktung bringt eine gewisse Dynamik. Und was mir bei der Direktvermarktung taugt, über das diskutiert man hier, das ist, die Direktvermarktung macht in der Lebensmittelaufklärung, in der Produktionsaufklärung einen wahnsinnigen wertvollen Job, weil damit wieder mehr Konsumentinnen und Konsumenten direkt mit dem Bauernhof in Verbindung sind. Und das ist eigentlich eine perfekte Geschichte, die was am Land sicher gut funktioniert, wo wir aber der Stadt die Leute noch nie zu erreichen, weil halt doch ein Bauernhof mal da ist, nicht? Müsst ihr mal nach Wien kommen. Wie im Bauernhof, oder? Dann haben wir wieder im Stadtpark Mords Emissionsdiskussionen, nicht? Ich habe eine abschließende Frage oder so, bitte um einen Ausblick an euch beide. Herkunftskennzeichnung, wo stehen wir in 5 Jahren? Was ist dann Realität in Österreich? Ladies first. Ich glaube, das kommt. Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung überall, also auch in der Gastronomie? Ja, ich glaube. Und für das werde ich auch die Energie einsetzen, weil ich es einfach für wichtig empfinde. Und ich das als Chance sehe und nicht als Strafe für die Wirte. Und ja, für mich ist das eigentlich klar, dass das kommt. Früher oder später, aber in 5 Jahren sicher. Und du zeigst dir, dass man keine Angst davor haben muss, oder? Nein, man braucht keine Angst haben. Natürlich muss man jetzt auch sagen, wir haben schon Herausforderungen nach Corona, natürlich, aber das hat eh jede andere Branche auch, nicht nur die Hotellerie und die Gastronomie. Und natürlich haben sie jetzt auch Angst, dass sie noch mehr Vorschriften und Auflagen geben. Nur ich sage jetzt als größte Chance, was wir hätten. Stefan? Also ich sehe die Herkunftskennzeichnung in 5 Jahren ja mit Sicherheit umgesetzt und ich erwarte mir ganz ehrlich gesagt von der Politik, dass wir jetzt schnell die ersten Schritte setzen, weil wir haben ja, also die Regierungsparteien haben ja gemeinsam im Regierungsprogramm das vereinbart. Erster Schritt Großverpflegung, Gemeinschaftsverpflegung, dann die verarbeitenden Lebensmittel und das ist für mich in Form eines Stufenplanes umzusetzen, weil wir das unseren Leuten, die sie tagtäglich natürlich ernährend schuldig sind, alle miteinander. Und da ist mir zu wenig, ob das EU-rechtlich so oder so möglich ist. Ich erwarte mir, dass man das jetzt einfach angeht, dass man das Thema ehrlich miteinander aufarbeiten und dass wir uns gegenseitig 100% transparent sagen, was wir da tun. Weil sonst können wir ja nicht mehr in den Spiegel schauen. Also wir sind, Gott sei Dank, das ist eher ein Geschenk, dass wir so aufwachsen dürfen haben. Aber das ist wirklich für mich, ist das eine Frage, wo komme ich her, wo bin ich daheim, da sind meine Wurzeln und das hängt mit dieser Frage ganz stark zusammen. Und ich finde das ja so kongenial, dass der Österreicher schon ein bisschen, also die Tiroler sind vielleicht nur um einen dicken Sturer, aber die Österreicher sind nicht weit hinten nach. Die Wiener beweisen es auch jeden Tag. Und wir haben ja ganz ein starkes, verwurzeltes Handeln. Und deshalb finde ich das so essentiell. Ich würde sagen, ein perfektes Schlusswort, ein Plädoyer, auch für den Tourismus und die Lebensmittelerzeugung in Österreich, das ich eigentlich unterstützen würde. Ich möchte mich bedanken, dass wir bei euch zu Gast sein durften. In diesem schönen Land war echt toll. Ursula? Danke für eure Zeit. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerrand.io.